Was ist eigentlich, wenn ich einen schweren Unfall habe oder krank werde, nicht mehr selber entscheiden oder sagen kann, was ich will? Ich habe gehört, dafür kann man eine Patientenverfügung verfassen. Da wähle ich vorher eine Person aus, die entscheidet, wie es mit mir weitergeht. Dann weiß der Arzt Bescheid. Das ist doch gut. Aber was gibt es dabei zu beachten? Je konkreter die Willensäußerung bezogen auf ärztliche Behandlungsmaßnahmen ist, desto verbindlicher wird die Patientenverfügung. Wichtig ist auch, die behandelnden Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu entbinden. Damit können wir Angehörigen Auskunft über den Gesundheitszustand geben und Entscheidungen erleichtern. Die Einrichtung einer Vorsorgevollmacht halte ich für genauso wichtig, da die benannte Person gerade in schwierigen Situationen den mutmaßlichen Willen des Patienten benennen und umsetzen kann. Ach ja, Vorsorgevollmacht. Damit kann ich doch auch für alle finanziellen Angelegenheiten jemanden, den ich kenne und vertraue, als Bevollmächtigten einsetzen. Kann ja auch mal sein, dass ich geschäftsunfähig werde. Hat der denn die gleichen Rechte wie jemand Fremdes vom Gericht Bestimmtes? Ist es denn überhaupt im Sinne des Gerichtes, wenn ich selber bestimme, wer mich vertritt? Gesetzgeber und Gerichte fördern die Errichtung einer privatschriftlichen Vorsorgevollmacht, um die Einsetzung eines gerichtlich bestellten Betreuers zu vermeiden. Mit einer gut formulierten Vorsorgevollmacht, am besten notariell beurkundet, können von einem Bevollmächtigten des Vertrauens alle Rechtsangelegenheiten wie von einem gerichtlich bestellten Betreuer erledigt werden. Das hört sich gut an. Und was ist, wenn ich alt bin und Pflege brauche? Oder wenn ich im Altersheim zum Beispiel an Demenz erkranke? Wer entscheidet, wie es mit mir weitergeht und wie schnell? Was ist, wenn ich hier vorher nicht geregelt habe, wer mich betreuen soll? Wichtige Entscheidungen können nicht zeitnah getroffen werden, wenn kein Betreuer benannt ist. In der Regel wird dieser dann durch das Gericht bestimmt. Damit könnte die Familie ihren Einfluss auf die Betreuung verlieren. Also auch hier alles vorher regeln und einen Betreuer benennen. Und was ist, wenn ich sterbe? Auch ganz normal? Kennen meine Lieben meine letzten Wünsche? Wie und wo ich bestattet werden möchte? Welches Lied gespielt werden soll? Ob es wohl leichter für sie ist, wenn ich das vorher alles aufgeschrieben habe? Ja, das ist in der Tat meine Erfahrung, dass es für Angehörige leichter ist zu wissen, wie sich der Verstorbene die Trauerfeier gewünscht hat, welche Bestattungsform er wählt. Dann wissen die Angehörigen erstens, dass sie in seinem Sinne handeln und zweitens haben sie in der Zeit auch Raum und Zeit für die eigene Trauer. Das sind doch alles wichtige Themen. Da muss ich mich jetzt drum kümmern, jetzt, wo ich gesund bin. Wie gut, dass ich diesen Ratgeber hier habe. Alles geregelt. Hier wird an alles gedacht, was für den Fall des Falles wichtig ist. Persönliche Daten wie wichtige Adressen, Versicherungen, Finanzangelegenheiten, damit auf die Arten der Vorausverfügungen eingegangen, wer meine Entscheidungen treffen soll, für mich sorgen soll. Da steht auch drin, was beim Testament wichtig ist und wie ich es meinen Angehörigen erheblich erleichtern kann, all die Dinge zu erledigen, die ich nach meinem Tode hinterlasse. Und all das mal so richtig gut und leicht verständlich erklärt. Direkt zum Eintragen in rechtssichere Vordrucke und ausführliche Checklisten. Da vergesse ich nichts. Diesen Ratgeber, alles geregelt, fülle ich einmal aus und habe ein ruhiges Gefühl. Ich glaube, ich schenke das auch meinen Freunden. Das ist wirklich mal was Sinnvolles.